sind bei Seppelfrikamaturen, wir sind ein Metallbetrieb. Das Unternehmen besteht schon seit 1920, wir sind fast 100-jährig schon tätig. Das ist ein Unternehmen, was früher mit 2000 Beschäftigte war, jetzt sind wir nur noch knapp mit 200 hier. Und der Sozialtarifvertrag ist notwendig, weil wir eine Entgeltsicherung haben wollen, wenn wir jetzt zum Beispiel ausgegliedert werden oder wenn wir versetzt werden, dass das Geld bleibt. Wir bangen definitiv um unsere Arbeitsplätze. Unser hiesiger Geschäftsführer sagt zwar immer wieder, es wird aufgrund der verkauften, produktivsten Maschinen keine Entlassungen geben, keiner wird weniger Geld haben und die Produktion wird auch weiterhin fortgeführt. Die Frage ist nur, mit welchen Maschinen? Verkauft sind 4 Maschinen und noch die Maschinen dazu. Also es gibt ja noch Maschinen, die dann dazugehören, die kleiner sind, aber die Vor- und Nacharbeiten übernehmen müssen. Und die Maschinen, die weggegangen sind, sind die effizientesten Maschinen, die auch den Hauptanteil dessen erwirtschaften, wo es drauf ankommt. Dass uns das Sorgen gemacht hat, nachdem von allen Seiten erklärt worden ist, wenn keine zusätzlichen BTBs kommen, ist der Standort gefährdet. Das ist doch wohl klar. Und was jetzt noch da ist, das funktioniert, aber das ist vergleichbar wie mit Museumsstücken. Man sagt, keine Arbeitsplätze abbauen, aber die Leute können ja auch eins und eins zusammenzählen und wissen, was dann kommt oder kommen wird. Und wir versuchen halt eben über die IG Metall einen Sozialtarifvertrag zu bekommen, dass die Leute halt eben über einen gewissen Zeitraum abgesichert sind. Wir sind jetzt seit Mitte Juni am Verhandeln mit der Geschäftsleitung und wir werden immer vertröstet und immer hingehalten, kann man sagen, so immer nach 2 Wochen Taktik. 2 Wochen Termine und dann wieder abgesagt und 2 Wochen Hinhaltetaktik und die bewegen sich nicht. Danach haben wir jetzt diese Urabstimmung gemacht. Wir hatten eine Beteiligung von 96% bei der Urabstimmung und 98% der diejenigen, die sich beteiligt haben, haben für Streik gestimmt. Und seit heute Morgen um 6 Uhr steht der Betrieb. Und wir wissen, dass es eine lange Auseinandersetzung werden kann, aber dazu sind wir bereit. Man hat mit uns verhandelt, hat aber eigentlich gar nicht verhandelt und hat nur so getan, als wenn man verhandelt. Man hat das immer weggeschoben. Und das ist so, dass die Belegschaft einfach sagt, man wollte uns offensichtlich verarschen. Also was ich erwarte, beziehungsweise was die Belegschaft erwartet, ist jetzt einfach eine diskrete Antwort, wie es weitergeht und dass man einfach zu den Verhandlungen etwas beiträgt. Es ist ja ein Geben und Nehmen. Und ja, wie es überhaupt weiterläuft jetzt hier bei uns. Eben. Also wir gehen davon aus, dass das Ende des Jahres da eigentlich gar nichts mehr jetzt hier läuft, so wie es aussieht jetzt. Ja. Und wir hoffen, dass es eigentlich weitergeht jetzt hier. Hier geht es um eure Arbeitsbedingungen und die wollen wir gescheit gestaltet haben. Und wer eine solche Hinhaltetaktik macht, muss auch damit rechnen, dass wir dann mal, wie sagt man so schön, Wuppertal auf die Kacke hauen. Und das machen wir jetzt hier auch. Wir fordern nichts Unmögliches. Wir wollen einfach nur wissen, wo geht unsere Reise hin. Haben wir eine Zukunft? Haben wir eine Zukunftsperspektive? Und wie sieht diese aus? Wenn der Arbeitgeber auf uns zukommt, da würden wir uns natürlich erkenntlich zeigen und sind nach wie vor zu weiteren Verhandlungsgesprächen bereit. Denn uns liegt an unserem Arbeitsplatz und an diesem Standort sehr, sehr viel, weil wir sind damit verbunden und auch verwachsen, definitiv. Aber je länger es dauert, desto besser wird die Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Mut der Kollegen steigt, die Kampfbereitschaft ist da. Nämlich wirklich zu sagen, das lassen wir uns einfach nicht bieten. Ja, wir haben dafür gesorgt, dass ihr die Gewinne macht. Also jetzt, wenn ihr dann schon bei uns die Maschinen klaut, dann bitte sorgt auch dafür, sag ich mal, dass wir dementsprechend finanziell abgesichert werden. Auch wir sind bedroht und wissen nicht, wie es mit unserer Zukunft aussieht. Deshalb möchte ich euch die solidarischen Grüße auch im Namen meines VK-Leiters, unseres VK-Leiters Holger Schluck übermitteln und natürlich der Kollegen der Electrical Steel. Steht weiterhin zusammen. Bleibt stark, wichtig ist der Zusammenhalt und Glück auf. Dieses Unternehmen ist überlebensfähig, dieses Unternehmen macht gute Gewinne. Ich denke, es ist möglich, mit bestimmten Investitionen die Produktion hier am Standort aufrechtzuerhalten. Dieser Standort ist dafür bekannt, dass er hochflexibel, hochqualitativ arbeiten kann. Das war ja schon damals die Rede, dass, beziehungsweise
dass Standortsicherung gemacht werden soll. Und da haben wir damals in Konterschicht gearbeitet, 6 Tage die Woche am Stück und dann immer wieder, halt das auch am Wochenende, also 7 und 24 Stunden lang. Und auch letzte Zeit auch immer Samstage gekommen und gearbeitet. Und wenn man jetzt in der letzten Betriebsversammlung hört von dem Wirtschaftsprüfer, dass die Firma gute Zahlen schreibt und wir trotzdem hier Verlagerung der Maschinen haben, ist das einfach nicht zu verstehen. Meine Wunschvorstellung ist, dass nach Beginn dieses Streiks die Kapitalseite einlenkt und sagt, okay, wir kehren an den Verhandlungstisch zurück und wollen vernünftig mit euch reden. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt die realistischste Variante ist. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Wir können das ganz lange hier. Ich hoffe, Sie nicht, damit wir hier zu einem gescheiten Ergebnis für euch kommen. Dann müssen wir halt weitermachen, so wie bisher. Da muss der Druck halt aufrechterhalten bleiben. Ne? Das wäre wichtig. Und ich bin stolz darauf, so eine tolle Solidarität hier erleben zu dürfen. In diesem Betrieb ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad außerordentlich hoch, nahe 90%. Und wenn es zum Streik kommt, dann bekommen die Gewerkschaftsmitglieder Streikunterstützung. Dann haben diejenigen, die nicht in der Gewerkschaft sind, halt Pech. Häufig ist es so, dass Menschen von gewerkschaftlichen Leistungen profitieren, ohne ihren Beitrag dazu zu leisten. Die Menschen, die hier gewerkschaftlich organisiert sind, arbeiten mit und leisten ihren Beitrag auch ganz normal als Beitragszahlung. Aber darüber hinaus sind sie eben auch gewerkschaftlich engagiert. Mitarbeiter sind halt eben auch nicht geschult wie Rechtsanwälte oder andere Leute. Und dann wird man schnell aufs Glatteis geführt. Und da sind die Gewerkschaften das Wichtigste, was es gibt. Ich meine, ich bin 40 Jahre in der Gewerkschaft. Ohne dem geht es nicht.